Es war der heißeste jemals gemessene Sommer in Europa. Das stellt auch die heimischen Winzer vor eine Herausforderung. Wir treffen Christine Saas. Sie betreibt mit dem Nikolaihof in der Wachau das älteste Weingut Österreichs. Einmal ist eben die Trockenheit, da muss man eben danach handeln und da muss ich halt schauen, dass die richtige Bodenbearbeitung ist, die richtige Laubarbeit. Und einmal ist der Regen, da muss ich auch wieder die richtige Arbeit dafür machen, damit eben das ausgeglichen wird. Im niederösterreichischen Kamptal ist einer der bekanntesten heimischen Schaumweinproduzenten daheim, Willi Bründelmeier. Sein Weingut ist von der Hitze verschont geblieben. Es war weniger heiß als zum Beispiel 2018 oder 2011 oder 2003. Es war warm genug, die Trauben haben schöne Reife, aber auch Frische und Leichtigkeit. Also wir dürfen uns Gott sei Dank über das heurige Wetter nicht beklagen. Vor der Hauptlesezeit treffen sich die heimischen Top-Winzer im Landhotel Grünberg in Gmunden. Man hat sich Gedanken gemacht, Weinlegenden, verdiente Weinpersönlichkeiten, auch im Verkauf oder Winzer, Winzerinnen und Winzer, haben wir hier zusammengetrommelt und eingeladen, sozusagen einen Abend für unsere Gäste in der Region aus Oberösterreich zu machen. Der Weinkeller hier ist das Prunkstück im Hause Pernkopf. Die Jahrgänge teilweise so alt wie der Juniorchef. Ja, es sind schon ein paar hundert Flaschen, was bei uns in dem Weinkeller liegen, rot, weiß oder auch guten Sekt aus Österreich. Und ja, es ist eine große Vielfalt von den Rebsorten, von den Jahrgängen bis alte Jahrgänge, auch bis zu meinem Jahrgang zurück, hat der Papa viel im Weinkeller. Was bei so einem Treffen keinesfalls fehlen darf, das passende Essen. Für die Weinprofis gibt's ein 5-Gänge-Menü, selbstverständlich mit den passenden Getränken. Also zuerst gibt es einmal den Sekt, ganz wichtig, Brut Reserve 1989, den ich gemeinsam mit meiner Frau entwickelt habe. Und danach das wichtigste traditionelle Produkt, grüne Veltliner, alte Reben. Also alte Reben aus Langenlois, die ungefähr gleich alt sind wie ich. Die Traunsee-Wirte sind 12 Spitzengastronomen aus der Region. Noch bis 24. November finden jeden Donnerstag Veranstaltungen statt. Ja.